Yeah. Freestyle Friday 15, it's middle school month, May, let's go. Age 13, living life awkward, 8th grade sucks, so we're looking for a bargain, chilling in the parking lot like it's cool, when really with the fat kids swimming. So, dann sage ich mir wieder hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Sensei aus dem Schwabeländle. Wir sind heute auf der Map Hanoi, spielen S und Z und das Gameplay ist wieder nicht von mir, das ist ein Abonnent von mir, nennt sich Swiss und der wird auch natürlich hier oben verlinkt. Und zu meinem heutigen Thema. Ich werde heute überhaupt nicht groß aufs Gameplay eingehen. Ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für das Gameplay. Ist ein super geiles S&Z. Schaut ihn euch an, abonniert ihn. Und nun zu meinem eigentlichen Thema. Ich habe heute, vielleicht wie ihr auch, dieses ominöse MW3-Menü-Video geguckt. Am Anfang habe ich mir gedacht, sieht nicht schlecht aus, könnte echt sein. Auf den zweiten Blick ist es ein schlechter Witz, weil es ist einfach nur Fake. Ich werde es hier auch kurz unten in meiner Beschreibung verlinken oder auch im Video, könnt ihr mal gucken. Aber bitte nehmt es nicht zu ernst. Und darüber bin ich eigentlich auf mein heutiges Hauptthema gestoßen, denn da was die Leute für Erwartungen haben, wie geil Leute sind, nur News über MW3 rauszugehen, oder sagen wir allgemein über neue Spiele. Und ich möchte heute eigentlich nur darauf eingehen, warum ist es so? Weil auf der einen Seite, gut, wir haben unser MW2, wir haben unser Black Ops, beides aktuelle Spiele, werden beide gespielt, das eine mehr, das andere weniger, möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Wir müssen sagen, dass in jedem Spiel haben wir irgendwas, was brutal nervt, oder was manche Leute brutal nervt. Ich sag, man soll spielen, was man spielen will, dazu ist das Spiel gemacht. Aber es gibt zum Beispiel, nennen wir jetzt die Tubes in MW2 oder UMP45, in Black Ops, würde ich doch deutlich sagen, Ghosts sind die meisten irgendwie leicht angepisst wegen. Und das sind einfach so Sachen, wo dann die Leute wünschen, ja, noch komm, bitte in MW3 kein Ghost mehr und keine so überstarken Waffen. Und ich finde es eigentlich total belanglos, darüber zu reden, weil auf der einen Seite, okay, manche Waffen sind stark. Aber ich weiß nicht, wir hatten das gesagt, ich glaube, das hat vor einem halben Jahr grob Max FPS gesagt in einem Video, ja, die Spiele sind für schlechte Spieler gemacht und er hat damit hundertprozentig recht. Warum werden wohl so viele Neulinge und warum gibt es so viele Tuber in MW2? Das sind großteils alles Neulinge in COD. Und die werden das deswegen kaufen und sagen, hey, das Spiel macht voll Spaß, bla, ist ja auch alles schön und gut. Aber das Problem dabei ist, dass es einfach nicht für die Pros gemacht sind, sondern die Pros sind dann mehr die Ausnahme und nicht der Regelfall einfach. Und wenn ich dann vergleiche, okay, die Pros regen sich natürlich drüber auf, warum spielen die genug Waffen, bla bla. Was mir relativ am Arsch vorbeigeht, weil Waffe ist Waffe und du kannst genauso gut mit einer Mini-Uzi ein Spiel gewinnen und genauso gut mit einer UMP, wenn du es drauf hast. Und das hat eigentlich alles mehr oder weniger nur mit der Übung zu tun in meinen Augen. Und ich sehe es allein im COD-Forum, wie arg schon wieder Leute Threads aufmachen, von wegen, oh, was wünscht ihr euch für MW3? Das ist doch scheißegal, was wir uns für MW3 wünschen. Erstens, sie reden eh nicht drüber. Zweitens, es geht ihnen am Arsch vorbei. Und warum echauffiert ihr euch eigentlich drüber, dass ihr was jetzt kommt? Es kommt sowieso, die Sachen sind eh schon fertig in der Entwicklung und was ihr euch wünscht, das geht eigentlich, das ist jedem relativ wurscht. Also ich lese mir die Dinger schon nicht mehr durch, ich sehe den Titel und sage, naja, wünschen sie sich wieder irgendwas? Ich weiß eh schon, was dran steht. Sie wünschen sich die Tubes raus und sie wünschen sich die popligen Ghosts raus. Gut, es wird hundertprozentig wieder ein Granatwerfer drin sein, allein schon, weil es ein Shooter ist, das verspreche ich euch. Und genauso wird es wieder ein Perk geben, was ihr total scheiße findet, oder Last Stand. Last Stand habt ihr schon beim MW2 gesagt, oh bitte in Black Ops kein Last Stand. Es bringt doch eh nichts, beschwert euch doch nicht die ganze Zeit. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sondern spart euch lieber die Energie für was anderes. Und ganz wichtig, glaubt nicht dem ganzen Scheiß, der geleakt wird. Ich habe nämlich auch den Fehler gemacht, bin erst davon ausgegangen, das wäre echt dieses komische Fake-Video, bis ich mit meinen Clanmates drüber geredet habe. Denkt nicht immer das, was gleich publiziert wird, sondern bildet euch eure eigene Meinung drüber, das ist viel wichtiger. Mein Gameplay neigt sich so langsam dem Ende, war heute ein kleiner Shorty, würde ich mal sagen, waren ja nur knapp 4 Minuten, doch, 4 Minuten 30 knapp. Und mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören, danke nochmal an Swiss für das geile Gameplay, habt noch einen schönen Abend, kommentiert mich, abonniert mich, bis dann.